Hallo meine Lieben, ihr seht es vielleicht schon hier im Bild, ja? Ich habe jetzt hier einen Kreativ-Bunt-Haul für euch. Ich bin ja nicht so der Typ, der gerne Kids kauft. Und bisher war es auch bei Vera so, dass ich immer gesagt habe, ja, sind tolle Sachen dabei, aber entweder waren Sachen drin, die ich schon hatte oder die mir so gar nicht gefielen. Aber spätestens seit dem Osterkit, was ich euch später auch noch zeigen werde, hat sie mich bekommen. Und jetzt hat sie vor kurzem, ich glaube am letzten Montag im Vormonat stellt sie immer das neue Monatskit rein. Das ist jetzt diesmal das Märzkit zum Thema Safari. Ja, und was soll ich sagen? Sie hat mich bekommen. Es ist Lawnfawn dabei, was ich noch nicht hatte und mir total super gefällt. Und das Thema Safari passt einfach super zu einem Ausflug, den wir letztes Jahr im Urlaub gemacht haben, wo ich eh ein Urlaubsalbum noch machen möchte, beziehungsweise ein separates von diesem Ausflug, den wir den einen Tag gemacht haben. Und von da habe ich gesagt, ja, was soll's, du musst wieder bestellen. Das große Kit habe ich mir ausgesucht. Es kostet 34,95 bei der lieben Vera. Ich zeige euch mal, was drin ist. Es sind hier diese dunkelgrünen Karten mit Umschläge. Das müssten jetzt, glaube ich, sind das immer 10? 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 10 Umschläge und 10 Karten. Wenn ich mich jetzt nicht irre im großen Kit. Im kleinen ist, glaube ich, immer die Hälfte drin. Ihr seht es in so einem schönen dunklen Grün, was auch zu dem Papier und allem anderen dann passt. Dann war drin hier dieser Block. Echo Park ist sowieso so eine Marke, die ich mittlerweile sehr gern mag vom Designpapier. Total niedlich. Ihr seht schon hier die Motive. 24 doppelseitig bedruckte Papiere. Dschungel Safari. Ich zeige euch mal so kurz, wie es aussieht. Es ist auch immer so ein bisschen was Neutrales dabei. Hier einfach total süß. Für so ein Mini-Album perfekt. Konnte ich nicht dran vorbei. Ja, die Tierchen. So Jeeps. Oh, süß. Schaut mal. Ja, ist einfach total meins. Ich habe zwar schon Papier eigentlich da, was ich für dieses Album nutzen wollte, aber da wir dieses Jahr definitiv nochmal den Ausflug machen werden, wenn wir wieder auf die schöne Insel fliegen, habe ich schon mal genügend da, um da unsere Fotos zu verbasteln. Ja, und dann wiederholen die sich. Ich glaube, jedes müsste zweimal drin sein, so wie es aussieht. Schaut doch. Ist das nicht putzig? Ich finde das total niedlich. Tolle Farben und das Papier ist sowieso total toll von Echo Park. So, dieses. Dann dabei war einmal von den Nouveau Drops ein Crystal Drop in der Farbe. Na, Fokus. Wie? Ah, jetzt will er nicht. Sieht man vielleicht durch die Verpackung auch nicht so gut. English Mustard, also so ein Senfgelb, so ein kräftiges Gelb. Ihr seht es vielleicht. Aber es passt natürlich super zu diesem Thema Safari, Löwen und so weiter. Dann dabei war, weshalb es mich natürlich auch angesprochen hat, das Set von Lawnfawn, Critters on the Savannah. Die Tierchen haben wir halt auch in dem Tierpark oder ja, ist es in so einer Art Tierpark oder Zoo gesehen und von daher passt das natürlich auch super zum Thema. Total niedlich, es stand eh auf meiner Wunschliste und jetzt war es natürlich praktisch, dass es in diesem Kit drin war. Ja, das musste sein. Und noch in dem Kit drin waren diese süßen kleinen Elefanten, Lavutons von Lawnfawn. Ja, Lawnfawn ist so meine Suchtmarke momentan. Musste sein. Dann war dabei so eine kleine Stanze von X-Card, so ein Blatt. Die habe ich auch noch nicht. Passt natürlich auch super zum Thema, so als Deko für so ein Album. Und eine süße Stanze von Cottage Cuts. Dieser mini süße kleine Babylöwe. So kann man ihn zusammensetzen und das Teil selber sieht so aus. Auch super süß als Deko für so ein Album dann. Und noch im Kit enthalten war einmal dieser Bogen Dschungel Safari, passend zum kleinen Block, den ich euch eben gezeigt habe. Dieser Stickerbogen. Das sind so Cardstock-Stickers, also ein bisschen festere. Kann man super vielleicht fürs Cover oder auch für die Deko des Albums nutzen. Da seht ihr halt die Motive, die so im Block drin waren. Passend dazu. Ja, total süß. Dieser Bogen war dabei. Und dann ein Bogen von Bow Bunny. Safari Habitat. 12 Zoll Bogen. Das sind jetzt so Teile, die man quasi
so einzeln ausschneiden kann, so Kärtchen und so. Farblich und passend natürlich und die Motive passt super zum Thema. Und auf der Rückseite ist es dann so. Wow, also das hört sich so an wie so Tiergeräusche quasi. Aber ich würde in dem Fall dann das benutzen, auseinanderschneiden und so als Text oder so für die Tech-Taschen. Denke ich mal, kann man das schön verwenden. Werde ich euch sicherlich auch mal zeigen, wenn ich dann das Album fertig habe. Und da ich gerne zu meinen Stempeln ja auch Stanzen habe, habe ich mir noch, da es die auch momentan vorrätig gab, die Stanzen zu den kleinen Elefanten, Love You Tons, noch mitbestellt. Die haben gekostet 5,95. Dann kann ich die Elefanten gleich ausstanzen. Und einmal für 14,95 das Set Stanzen zu diesen hier Critters on the Savannah. Damit auch die gleich ausgestanzt werden können, die Tierchen. Finde ich schade, hier hätten sie sogar das Bäumchen noch machen können, dass man das ausstanzt. Es sind jetzt nur die Tiere zum Ausstanzen dran. Die vier großen. Naja, egal. Also, das war eine Bestellung gewesen. Genau. Das Schmerzkit und dann die zwei Stanzen, die ich mir dazu geholt hatte. Und dann machen wir weiter. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Sachen, die ich so bestellt hatte. Reicht noch mal an die Seite, dann habe ich die Preise im Blick. Und zwar habe ich mir einmal, war glaube ich auch im Sale gewesen von My Favorite Things, diesen Block gegönnt, Graphic Grid 6x6 wieder in diesen tollen Farben. Sehr schöne Regenbogenfarben. Ja, ich habe natürlich wieder den Block nicht aufgemacht. das ist doch blöd. Jetzt macht man sich wieder das Cover hier ein bisschen kaputt. Ich hasse es, wenn sie die Blöcke zukleben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mich nervt's. So, seht ihr? Ja. Egal, ist nur das Cover. Ich zeige euch mal kurz. Ist halt so kariertes Papier in Regenbogenfarben. Aber ich fand es ganz schön von den Farben her. So ein bisschen hellere und kräftigere Töne. Ja, war wie gesagt im Sale für 4,95. Mal gucken, ob wir das jetzt alles hier hinbekommen. Dann hatte ich mir bestellt diese Stanze. Ist das jetzt die? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Stitched Rainbow nennt sich das. Das ist von My Favorite Things. So eine Regenbogenstanze, die war auch im Sale. Hat jetzt gekostet 8,95 €. Die habe ich mir gegönnt. Dann, weshalb ich bestellen musste, eigentlich habe ich gesagt, bis zu meinem Geburtstag, weil ich da ganz viel von Lawnfawn auf der Wunschliste hatte, auch aus dem neuen Release, wird nicht mehr bei Vera bestellt. Ja, was soll ich sagen? Dann war Sale, ich konnte es nicht lassen reinzuschauen. Und sie hatte dieses total süße kleine Körbchen aus dem neuen Lawnfawn Release, Stitched Basket, im Sale. Da habe ich jetzt bezahlt für, ich habe auch das letzte ergattert, 22,95. Es kostet sonst 25,95. Es ist wirklich klein. Ich glaube, da passt vielleicht ein Osterei rein, aber es ist total niedlich, wenn es dann gebastelt ist. Hier seht ihr es. Ich habe da schon so Videos von Lawnfawn und so gesehen und es ist einfach nur zuckersüß. Ich musste es unbedingt haben und da sie nur noch eins dann im Shop hatte, als Sale war, habe ich es mir bestellt. Musste sein. Ging kein Weg dran vorbei. So, dann haben wir das. Dann waren eigentlich noch zwei Sachen, die ich noch mitbestellt hatte. Die sind aber schon zur Seite gelegt, weil ich die von meinem Schatz zu Ostern bekomme. Da durfte ich mir wieder was aussuchen. Die zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Die stehen nämlich hier mit auf der Rechnung. So, ich habe noch zwei Rechnungen. Also ihr seht schon, ich habe ein bisschen gesammelt. Ich werde vielleicht auch jetzt immer sammeln, wenn ich mehrfach im Monat bestelle, dass ich euch einmal im Monat zeige, was ich so habe. Dann muss ich nicht immer so viele kleine Hauls drehen. So, dann habe ich einmal hier von My Favorite Things diese süßen Elefantenstanzen. Die kennt ihr sicher, die Stempel davon. Adorable Elephants. Die Stanzen bestellt. Die waren auch im Sale für 22,95. Da muss ich mir jetzt nur noch die Stempelchen holen. Da habe ich zwar schon welche von Ali, aber ich hole mir da noch die Originalen, denn mit denen bin ich irgendwie nicht ganz so zufrieden. Jedenfalls die Stanzen, weil sie im Sale waren, die kosten sonst glaube ich auch 26. Jetzt waren sie halt 22,95. Die mussten sein. Dann My Favorite Things habe ich mich für diese süßen Schäfchen entschieden. Die hatte ich schon mal im Warenkorb und habe sie dann wieder raus zugunsten anderer Sachen. Aber ich finde sie einfach total niedlich. Und so jetzt für die Oster- und Frühlingsbastelei sind die echt putzig.
Eve and Me Forever. Und ja, es gab auch diese Stanzen. Dann mussten natürlich auch die Stanzen sein. Die Stempel haben, glaube ich, gekostet 11,95 und die Stanzen 10,95. Die waren mal günstiger als die Stempels. Diese mussten sein. So, was haben wir jetzt noch auf dieser? Dann habe ich ein Distress Oxid Kissen wieder bestellt. Da fehlen mir noch ein paar Farben. Iced Spruce, so ein Grauton. Ich glaube, jetzt sind es noch 8 von den, sagen wir mal, alten. Die neuen bekomme ich ja von der lieben Sweet Marilou. Die hatte ich mir da bestellt im Set. Das kostet 5,95 bei Vera. Das musste sein. So, was habe ich noch hier? Gut, das war eine. Dann haben wir jetzt die letzte Rechnung. Da ist das Osterkit dabei. Deswegen musste ich bestellen. Extra bestellt habe ich mir dann auch noch was dazu. Aber ich zeige euch erstmal, was drin war. Und zwar haben wir hier wieder Karten und Umschläge. Das sieht mir diesmal aber mehr aus als hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Das müssten sogar 20, glaube ich, sein. Sind hier weniger drin gewesen? Ja, keine Ahnung, scheint so. Also da sind jetzt weiße Umschläge und Karten, die sind auch glatt und im Gegensatz zu denen, die sind so ein bisschen, sieht man das? Schlecht, strukturiert. Also weiße Karten und Umschläge kann man natürlich immer gebrauchen. Die waren im Osterkit enthalten. Dann hatten wir im Osterkit diesen Block, den habe ich euch schon gezeigt, den habe ich schon einmal von der lieben Sweet Marilou. Da hatte ich mir diesen bestellt. Jetzt habe ich noch einen. Also da könnte ich zum Beispiel auch ein Album machen und ansonsten noch Karten und andere Dinge. Weiß gar nicht, mache ich den jetzt nochmal auf und zeige den. Falls ihr den noch nicht kennt. Auch wieder von Echo Park. Also ich liebe diese Marke mittlerweile echt. Da gibt es noch einen anderen. Den werde ich mir vielleicht noch holen. So einen anderen Osterblock auch von Echo Park. Der ganz süß ist. Schaut mal, diese Lämpchen hier. Die sind so putzig. Ja. Super schönes Papier, auch immer ein bisschen was Einfarbiges dabei und total schöne frühlingshafte Farben. Kleine Küken, Ostereier, Häschen, Tulpen. Ach, diese Farben, da bekommt man richtig Lust auf Frühling und auf Ostern, Häschen und Möhrchen. Ich hoffe, ich schaffe auch vor Ostern noch ein bisschen was zu basteln. Jetzt, wo mein Bastelzimmer da in der Mache ist, jetzt wiederholt es sich. Einfach nur süß. Ist das momentan alles nicht so einfach. Der Block war dabei. So, dann war dabei einmal dieses CC-Design Clear Stamp Set mit dem Häschen und hier die Küken, die die Ostereier tragen. Das fand ich auch total niedlich. Echt süß. Das ist ein Name. Easter Funnies nennt sich das. Ja, von CC-Design. Das ist mein zweites Set und das erste Clear Stamp Set von der Marke. Dann war dabei diese Stanze von X-Card, Happy Easter, mit so einem Mini-Osterei, ein Blümchen drin. Kann man auch super brauchen. Dann ein Prägefolder mit Ostereiern. Sowas hatte ich auch noch nicht. Total lustig. Ja, Prägefolder sind auch immer klasse von Daris, von der Marke Daris. Dann war dabei dieses Stempelset hier noch von Lawn Fawn Happy Easter mit den Osterhäschen. Hatte ich auch noch nicht. War ich echt froh, dass das alles so Sachen sind, die mir quasi noch fehlten. Diese waren da drin. Dann war drin einmal auch so ein Stickerbogen passend zum Block. Celebrate Easter von Echo Park. Total schön. Auch diese Cardstock-Sticker wieder. Super, wenn man ein Album machen möchte zum Dekorieren. Zum Beispiel. Und passend auch zum Block von Echo Park. Celebrate Easter. Der passende Cardstock, obwohl ich finde, er ist relativ dünn. Ich weiß jetzt gar nicht, hier steht nicht bei, wie stark er ist. Aber er ist für einen Cardstock recht dünn. Aber total schöne Farben. Ist alles so einfarbiges. Also die Farben, die hier abgebildet sind, sind halt drin. 6 Bogen, 12 mal 12. Und dann habe ich mir passend zu dem Lawn Fawn Stempelset, was ich euch hier gezeigt habe, die Stanzen bestellt, weil sie die auch gerade auf Lager hatte. Happy Easter. Damit ich die direkt ausstanzen kann. Und zu einem anderen Set, das ist leider noch immer auf Nachlieferung bei der lieben Sweet Marilou. Da hatte ich mir nämlich das Stempelset Extra Special Easter bestellt mit so einem angeknabberten Schokohasen. Hier sieht man es, glaube ich, das ist die Stanze, wo das Ohr angeknabbert ist. Da hatte ich mir die Stanzen bestellt, weil die nämlich, glaube ich, auch im Sale waren. Die haben gekostet 18,95 oder, nee, die waren nicht im Sale, waren die im Sale? Keine Ahnung.
Und Happy Easter 12,95 haben die gekostet. Also jedenfalls mussten die Stanzen noch mit. Bin nämlich momentan dabei, zu allem, was ich so habe, die passenden Stanzen mir noch zuzulegen, damit ich die auch ausstanzen kann. Ja, ihr Lieben, ihr seht, das ist jetzt einiges geworden. Aber an den Kids kam ich diesmal nicht vorbei. Ich bin gespannt, was noch so kommen wird, ob die liebe Vera mich in Zukunft auch wieder von ihren Kids begeistern kann. Aber selbst wenn es keine Kids werden, ich finde auch so immer genug tolle Sachen. Und wenn es nur Lawnfawn oder My Favorite Things sind. Ich habe schon so ein bisschen Angst vor Doodlebug, weil sie Doodlebug definitiv demnächst in den Shop aufnehmen wird. Ja. Aber werden wir sehen, was noch kommen wird. Also, ich bin auf jeden Fall total begeistert von den neuen Sachen. Die werde ich jetzt erstmal verräumen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich werde sehen, dass ich es vielleicht schaffe. Ja, noch am Wochenende vielleicht. Ich weiß nicht, wann dieses Wochenende, wann dieses Video online kommt. Endlich was zwecks Gewinnspiel einzustellen, was ihr diesmal machen könnt. Da möchte ich ja diesmal zwei Sachen verlosen. Vielleicht werden es auch diesmal so Bastel-Überraschungs-Päckchen werden. Ich muss mal gucken, ich weiß es nicht genau, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Einmal zu meinem einjährigen Jubiläum nachträglich quasi und zu den 400 Abonnenten. Ich habe schon mittlerweile über 460, also wir gehen auf die 500 zu. Da muss endlich was passieren und es kommt, ihr Lieben, ich verspreche es euch. Bis bald, macht's gut, tschüss.